day I'm shuffling, every day I'm shuffling. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Oh mein Gott, Alex lebt ja noch, wo war der denn die ganze Zeit? Ja, gute Frage. Was ich als Entschädigung sagen muss, ja, ich hatte diese letzte Zeit überhaupt gerade keine Lust mehr zum Hochladen. Beziehungsweise die Motivation fehlte mir damals. BZW immer noch. Also, so richtig Sinn macht es jetzt gerade irgendwie auch nicht mehr, alles wieder hochzuladen, weil ich sehe ja nur, dass meine Abonnenten ja steigen und fallen, so wie sie es immer machen, und dass meine Aufrufe ja immer so hochrangig sind, so weit oben stehen, dass ich sagen könnte, juhu, ich sehe einen Sinn dahinter, meine Videos immer hochzuladen. Ah, ja. Naja, wie dem auch sei, ich mache weiter. Ich habe endlich mal wieder Lust gefunden, ein bisschen wieder aufzunehmen. Gibt es irgendwelche Kritik, Anregungen, Wünsche, bla bla bla, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ja, mal gucken. Also, ich habe jetzt mal ein bisschen offscreen weitergemacht, besser gesagt. Okay, wie ihr seht, ich habe Night immer wieder probiert. Es hat keinen Sinn mehr. 6 Flaggen. Und dann habe ich auch mal Survival Fuck Hard versucht. Und wie ihr seht, nur 9 Flaggen. Okay, diese zwei Sachen finde ich übelst schwer, weil sie natürlich auch noch nachts sind. Aber ich würde mal sagen, wir probieren jetzt einfach mal Survival Roof Hard. Vielleicht wird es heute auch die letzte Folge sein. Wir werden ja sehen. Je nachdem, wie es kommen wird. Also das finde ich jetzt überhaupt noch gar nicht schwer. Dann werden wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Boah, natürlich auch wieder hier unsere, die hier und die hier. Die hier und die hier. Und natürlich auch die neuen, diese Wintermelon. Auch sehr nützlich. Die hier und die hier. Irgendwas braucht man ja hier. So, da haben wir ja schon genügend Pflanzen. Dann fangen wir einfach mal an. Viele haben sich ja wegen dem Battle gewundert und manche haben sogar gesagt, dass es laggen würde. Und ich sage euch ja, und ich habe auch den Fehler rausgefunden. Ich habe nur mit 15 FPS aufgenommen. Oh mein Gott, wie schlau kann man denn eigentlich sein? Wie behindert kann man denn sein, um sowas einzustellen? Ja, das ist nicht geplant. Naja, shit happens. Immerhin, man kann es ja sehen. Man kann ja was erkennen. Man kann es ja noch aushalten, ne? So würde ich jetzt mal sagen. Okay, Roof könnte natürlich wieder was anderes sein, weil man kann hier, glaube ich, keine Erbsen benutzen, wenn dann nur in der vordersten Reihe. Glaube ich, so bin ich mir sicher. Dann pflanzen wir einfach mal weiter. Okay. Kurz Probe. So. Meine Maus spackt gerade voll rum, ey. Na, geht eigentlich. Oh, shit. So, jetzt kommen nämlich auch schon hier die neuen Pflanzen. Also, die Butterdinger wieder. Je nachdem, mal gucken, ob ich eine Weißkanone machen werde. Wahrscheinlich, ne? Alter, wirfst du jetzt mal Butter? Ist das echt so schwer? Butter! Alter! Du Wichser, du Wichser, du Wichser, du elender Hurensohn! Verreck! Hat kein einziges Mal Butter geworfen, ey. Unverschämt. Das ist ja noch einer. Fuck. Und auch! Nein! Denn wieder für eine Scheiße. Verpiss dich. Alter, Butter. Boah. Heiliger Strohsack. Das ist viel was auf meinem Messer. So. Schmeiß die Butter. Jawohl. So soll es eigentlich aussehen. That's it. That's Gangnam Style. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich bin etwas heiser, nicht wundern. Ich hab's irgendwie ein bisschen kränklich erwischt.
Aber es funktioniert ja noch ganz zart und sanft. Werde ich heute ein bisschen ruhiger sprechen, aber vielleicht klingt das ja auch besser und angenehmer für euch, weil ich nicht so rumbrülle. Ich nicht so ins Mikro brülle. Wir werden einfach mal ganz viele Melonen platzieren schon mal. Aber garantiert werden irgendwo wieder schon wieder die Feinde kommen. Zum Beispiel jetzt. Mal kurz das Ding hier ausrichten. So. Ja, okay, das ist ja jetzt nicht viel. Ist ja auch nicht so schlimm. Das, du Spasti. Melonen gibt's aufs Maul. Oh shit. Das könnte witzig werden, aber ich mache eine Melone draus. Also eine Eismelone, weil die friert die nochmal extra ein bisschen ein und gibt ja noch einen zusätzlichen Schaden. Dass die überhaupt gar keine Chance haben werden. Wirklich so. Es werden natürlich auch noch mehr davon getroffen. Das ist nämlich auch noch das Geile. Shit, das sind ja viele. So, das sollte jetzt schon ein bisschen besser aussehen hier. Dann machen wir noch ein paar mehr rein davon und versuchen auch jeweils einige in die hier umzuwandeln. Eismelonen sind echt das einzig Wahre. So, jetzt wollen wir mal gucken, was habt ihr drauf, hm? Zeig mir, was ihr drauf habt. Wahrscheinlich gar nichts drauf. Oh, wie niedlich. Guck dir das an. Piss dich, Schwein. Eine Sonne. Bam bam. More Zombies approaching. Sollen wir mal gleich gucken, was ja auf uns zukommt. Ich hab Angst davor, ey. Maiskanone? Ja. Gut. Jetzt rocken wir das. So.
So, das gibt ein Melonensorbet hier, ey. Melonen, Mama. Hahaha. Die haben keine Chance. Ja, die kommen nicht weit. Die Noobs, die kommen nicht weit. Easy peasy. Ja, wer soll denn jetzt kommen? Hm? Das würde ich gerne mal erleben, wer jetzt kommt. Jo. Eben. Niemand kommt hier durch. Ich will dann sogar noch eine Reihe machen. Die Melonen dann mal dahin stellen. Also die Nüsschen, meine ich. Na, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oh nein. Oh nein. Du kommst garantiert nicht hier vorbei. Niemals, Mami. Alle einfrieren. Oh. Das wäre ja ganz toll gewesen. Hier kommt keiner hoch. Alter, wie das fetzt. Der Wahnsinn. Die kommen echt da nicht vorbei. Die werden es nicht schaffen. Na komm. Bum, 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 bum. Niedlich. Mitten rein. Fick dich. Ist nicht nett. Nicht nett. Denkst du, das macht was mir was aus? Die zum. Komm, hier gegen die hier. Brauch noch eine krasse Kanone, Junge. Auch noch eine Eiskanone hier. Dringendst. Da. Sie werden zermatscht. Das kann ich nur sagen.